die Armee ist so gut wie fertig. Und was haben wir hier für Einheiten in Pergamon? Peltasten, Steinschleuderer, Mordpopliken, Bürgerwehr. Wir greifen es mal an und dann gucken wir, ob wir das spielen müssen. Krieg erklären. Jawohl. Tschüss, Pergamon. Wir sind nicht mehr vertrauenswürdig aus eurer Sicht. Das interessiert mich nicht. Ja, erhebliche Garnisonstruppen und das würde schwierig werden, das so zu machen. Umstellen. Ja, nee, das machen wir nicht. Wir greifen direkt an. Ja, wir haben nur polnische Peltasten, sind also eine reine Fährkampfschlacht. Wir müssen aufpassen, dass wir die, vielleicht die ein bisschen hintereinander positionieren. Aber das kriegen wir schnell. So ultra schlecht im Nahkampf sind polnische Peltasten auch nicht. Ganz im Gegenteil. Sind durch das große Schild ziemlich gut geschützt. Wir können ja ein oder zwei Einheiten sozusagen opfern. Und die anderen, wie viel haben wir? 7 haben wir. Also 2 opfern oder so und dann 5 als Feuerkraft einsetzen. Mit genauem Schießen, eventuell auch mit Brandpfeilen, um von hinten da drauf zu hauen. Und der andere hat ja auch hier immerhin 4 Einheiten Fernkampf und 2 Einheiten Mob, die sowieso nichts bringen. Die könnten wir selbst im Nahkampf besiegen. Und dann wirklich 4 Einheiten, um die wir uns im Nahkampf ein bisschen Sorgen machen müssen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aussieht und wie das wird. So, wir warten, aber ganz bestimmt nicht. Doch, wir warten, klar, wegen dem Regen, so. Trocken, hervorragend. Aufstellung starten. Und das wird eine sehr einfache Schlacht, von der Aufstellung her zumindest. Wir haben für alle Fälle die polnische königliche Kavallerie, die eingreifen kann, wenn es ganz hart auf Fahrt kommt. Aber ich möchte unseren General tunlichst da raushalten. So, das ist jetzt noch nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Formation, das ist ja alles Quatsch. Das machen wir schon so. Durch KI-Gruppe. Was ist das denn? Haltet diese Formation! Nein, nein, ich meine das. Ihr seid immer noch meine Gruppe und nicht die des Computers. Schussinfanterie bereit! So. Gut. Und los geht's. Heraldische königliche Kavallerie! Fürsten! Doppelte Geschwindigkeit! Plänkelmodus wird überall ausgeschaltet für alle Einheiten. Wie lauten eure Befehle? Wie ihr Befehl? Mal sehen, wie die Feinde. Schnell! Kommen. Heraldische königliche Kavallerie! Noch sehen wir keine Gegner. Die werden aber sicherlich gleich aus der Stadt rauskommen. Hier werden schon irgendwelche Zelte bewegt. Da sind die ersten Feinde. Da sehen wir schon Hoplitenbürgerwehr und Mob. Schön alle Reine, alle in einer Reihe. Die gruppiere ich nochmal ein bisschen. Dort kommen schon die ersten Einheiten, nämlich die Obliegen Bürgerwehr. So. Wir sind noch nicht in der Reichweite, werden aber schon beschossen von den ersten feindlichen Einheiten von diesem komischen Steinschleuderern. Ja, aber wir nehmen noch keine Verluste, weil die Steinschleuderer so schwach sind. So, die haben wir jetzt in Reichweite. Jetzt genauer schießen. Los geht's. Feuer. Und tada. Ja, die kriegst du ja richtig drauf. Die werden zwar die ganze Zeit beschossen, aber noch keinen einzigen Mann verloren. Das spricht, glaube ich, für uns. Hier fliegt. Seht ihr, wie die Pfeile hinfliegen? Die stehe ich mal ein bisschen zurück. Weiter. Ihr bleibt dort stehen, wo ihr seid. Ja, das ist jetzt ein bisschen hart für euch. Ich weiß. Wir sind zielsicher. Wir verdunkeln den Himmel. Werft auf sie. Oder auf die. Noch besser. Männer wanken.
Boah, auf einmal. Und wieder genau schießen aktivieren. Die sind gar nicht mal so stark beschädigt. Auch Brenngeschoss, das macht richtig Spaß bei den anderen. Vorrücken. Bisschen wie Empire Total War fast schon. Rein in Fernkampfschlachten. Die Männer wanken, bei uns nicht. Ah, komm, normales Geschoss. Die Brenz war schön. Und es hat geile Grafikeffekte, aber unterm Strich ist es besser, wenn sie einfach das ganz normale panzerbrechende Geschoss verwenden. Und ihr seht ja, wie hoch die Verluste der Feinde sind. Die kommen gar nicht ran. Und ich kann euch versichern, ich habe sie auch getestet, also die Feldtasten, gegen schwerste Einheiten, wie zum Beispiel die ägyptische, galatische, königliche Garde oder die römischen Prätorianergarden. Und selbst gegen diese Einheiten haben sie panzerbrechende Wirkung. Das ist eine ganz, ganz geile Sache. Wieder genaues Schießen. Wir sind jetzt absolut knallhart und unerbittlich. Auf sie und ihr schießt auf sie. Lasst euch nicht beeindrucken von den Nahkämpfern. Die werden abgeschossen von hinten, von der zweiten Reihe. Das sind Pikeniere. Die haben keine Chance gegen so eine Welle. Ja, diese Schlacht werden wir ohne großes Federlesen auf unserer Seite gewinnen. Ja, die auch. Ihr seht ja, wie die Pikeniere sterben. Wie am laufenden Band. Wir haben auch noch reichlich Munition. Also die Einheiten hier nicht, aber diese, die hinten stehen. Erben und Pikeniere, die halten etwas länger durch. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, ob das mit dem Wenden so ein richtiger Ausdruck ist, weiß ich jetzt nicht. So, alle auf den Mob. Ne, ihr geht mal ein bisschen weiter auf die Steinschleuderer. Ja, da müssen wir Munition verschwenden für den Mob. Wir gehen weiter auf die Steinschleuderer. Und wir könnten jetzt eigentlich auch schon unsere Kavallerie näher ranholen. Huch, so. Ach, hier sind Mauern, deswegen ist das alles ein bisschen... So, die haben keine Fernkampfwaffen mehr. Dann können wir jetzt auch in Nahkampf gehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jo, ich weiß. Nochmal genaues Schießen. Unser General wird angegriffen. Quatsch. So, gegen die Steinschleuderer können wir ruhig im Nahkampf. Da kommen auch nochmal Steinschleuderer. Dann gehen wir mal auf die. Ja, die haben keine Chance gegen so einen Pfeilhagel. Wo ist denn hier die Stadt? Da. Geh mal dahin. Trampel. Gefecht beenden. Gewonnen. Wir haben 297 Mann verloren. Davon, wenn ich die 278 abziehe, 21 also durch Eigenbeschuss. Und wir haben 1140 getötet. Und die feindlichen Nahkämpfer, die ersten drei Einheiten, haben gar nichts getötet. Die beiden Mobs auch nicht. Nur die Fernkampfeinheiten, darunter eine ziemlich erfolgreiche Steinschleudereinheit, eine recht erfolgreiche Pedasteneinheit und eine minimal erfolgreiche Pikeniereinheit. Und wir haben hier wirklich abgeschlachtet, kann man schon fast sagen. 122 bis 220 Tote durch unsere Peltasten. Die sind richtig gut, ich liebe sie. Ich liebe pontische Peltasten. Es gibt für mich... keine Einheit, die, also bei den Fernkampfeinheiten auf jeden Fall nicht und auch insgesamt nur wenige Einheiten, die mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis mithalten können. So. Die Leute schreien, da haben sie keinen Grund zu, denn ich behandle sie ja nun mal traditionell gut. Gut, den jetzt speziell nicht. Aber die Bevölkerung, denn ich werde sie ganz friedlich besetzen. Eine neue Militärtradition, das kommt genau richtig und diese Armee muss einfach die versierten Plänkler bekommen, das passt einfach perfekt. Und ja, ihr könnt sogar hier mal, ah nee, das ist alles doof, ihr bleibt so wie ihr seid. Aber wir halten jetzt die zweite Provinz in der
zweite Region in der Provinz Asien. Und wir haben jetzt die endlich mal die Versorgung mit Marmor. Das ist auch gut für den Handel. Zwar nicht für die Nahrung, aber für den Handel. Mehr Forschungsrate, mehr Wachstum, mehr Baukosten. Und eine gewisse Subsistenzwirtschaft. Auch ein Pigriökenlager ist schon hier und ein Hof. Also besser hätte ich es auch nicht auswählen können. Phasus bekommt allerdings auch noch einen Hof. Aus unserer Kultur. Und diese Werkstatt bleibt mal in Pessinos erstmal noch bestehen. Handwerkerunterkünfte sind das. Ach so, okay. 50 Wohlstand durch Industrie erstmal. Okay. Ja, also für uns ist das nicht als Werkstatt nutzbar. Gut. Gibt es noch irgendwelche anderen Änderungen? Ja, eine Runde hier noch und dann Athen, wir rücken euch langsam auf den Leib. Seid gegrüßt, Freund. Wein, Oliven oder verträgliche Gespräche? Königreich der Odysseen. Setzt euch, mein Freund, und lasst uns reden und guten Wein trinken, bis wir... Thelis. Ja, die mögen uns natürlich erstmal nicht. Trag eure Anliegen gut und... Aber gut, wir haben jetzt im Handelstab hier Marmor. Sehr schön. Und verkaufen ihn auch für teuer Geld an unsere diversen Handelspartner. Ah, das geht noch nicht. Ach, so geht das. Das ist ja auch lustig. Also wenn ihr die rechte Seite aufrufen wollt, müsst ihr links draufklicken. Na gut, das verstehe, wer will. 30 plus 50 macht 80, plus 30 110, plus 30 140, plus 120 macht 260, 30, 290 durch 80. Ah, gut, okay. Ein Mann hat viele Gesichter. Damit belassen wir diese Runde auch erstmal so. Hier gibt es etwas weniger öffentliche Ordnung, aber es sollte nicht so schlimm sein. Instabilität, ja, okay. Wir müssen dann vielleicht nochmal hier durch diese Gebäude noch ein bisschen... Da kommt dann noch wieder das geweihter Boden zum Beispiel. Und Asia, da ist natürlich erstmal noch ein bisschen Stress. Allerdings nur durch die Eroberung. Danach ist die nächste Runde schon wieder plus 11. So. Also kann sich niemand beschweren. Die Einheit hier, die sollten wir jetzt noch ganz feierlich platzen. Lasst niemanden am Leben! Ja, Bütnien ist weg. Wenn ich mich nicht irre. In Bewegung, mein Herr. Bereit zum Kampf. Und du gehst zurück in die Stadt. Genau. Oh, das hat nochmal ordentlich für Stimmung gesorgt in der Stadt. Thylis kann seine Truppen dann auch bald zurückziehen, die restlichen Überbleibsel, wobei die Eidgeschworenen natürlich eine Macht sind, logisch. Und die tragischen Krieger, mit denen hatte ich jetzt äußerst unangenehme Begegnungen. Die sind nämlich extrem metzelig im Nahkampf drauf. Gut. So. Es läuft also gut und wir haben einiges erobert. Und mit diesen schönen Eindrücken löse ich mich jetzt erstmal. Hier ist schon der Koloss von Rhodos, ein weiteres Weltwunder, was man sich gelegentlich mal krallen könnte. Und auch dieses hier ist ein Weltwunder, was sich auf die Provinz auswirkt. Warte mal. Wir halten das jetzt noch nicht, das Weltwunder. Hallo. Aber wenn wir das Weltwunder halten, in Ephesos haben wir, glaube ich, das Mausoleum von Halikarnassos, müsste es sein, das irgendwelche positiven Auswirkungen hat. Mal sehen. Bis dato verabschiede ich mich erstmal von euch und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.